Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich wieder meine DM-Neuheiten für euch, denn ich habe wieder ganz, ganz, ganz viele interessante und neue Produkte gefunden und die möchte ich euch jetzt natürlich alle zeigen. Außerdem habe ich auch wie immer alle Infos zu dieser Reihe genau in die Infobox geschrieben, also wenn ihr diese Reihe noch nicht kennt, dann schaut da wie immer sehr gerne nach. Und es geht ganz interessant weiter, denn ich habe mich auch für diese DM-Neuheiten wieder mit einer ganz, ganz lieben YouTuberin zusammengetan. Und diesmal ist es die liebe Cindy vom Channel Cindy Jane. Also, wenn ihr sie noch nicht kennt und auch wenn ihr sie kennt, schaut gerne bei ihr rein. Sie hat nämlich direkt ein paar Neuheiten für euch getestet. Also, ich zeige euch ja hier alle Neuheiten, die es so gibt. Und sie hat sich ein paar davon rausgesucht und hat die für euch reviewed. Außerdem kann ich sie euch wirklich sehr ans Herz legen, denn ich habe sie auch schon persönlich getroffen und sie ist wirklich ganz, ganz lieb. Also sie macht nicht nur tolle Videos, sondern ist auch eine ganz liebe Person. Alle Links zu ihrem Channel und zu ihrem Video schreibe ich euch natürlich in die Infobox. Also schaut da, wie gesagt, sehr gerne nach meinem Video rein. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Videofrage an euch. Denn wenn ihr das Video jetzt seht, habe ich in 11 Tagen Geburtstag. Und da dachte ich, das bietet sich doch an, auch euch nach eurem Geburtstag zu fragen. Also kommentiert doch sehr gerne euer Geburtsdatum in die Kommentare. Das ist bestimmt interessant. Und nun würde ich sagen, starten wir mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mit der ersten Neuheit. Und zwar ist es eine Neuheit von Balea, beziehungsweise ist es gleich eine ganze neue Reihe von Balea. Und zwar die Beautiful Long Reihe. Die ist für strapazierte und lange Haare geeignet und zu dieser Reihe gibt es ein Shampoo, außerdem eine Spülung und für die besondere Pflege natürlich auch eine Kur zu kaufen. Dann ist neu von Balea dieses Cremebad hier, das wollte ich euch eigentlich schon im vorigen Monat zeigen, habe es allerdings vergessen, deshalb trage ich euch das jetzt nochmal nach. Das riecht nach Rose und Vanille. Im Duschpflegesortiment neu ist außerdem ein neuer Duschschaum. Der sieht so aus und duftet nach Tiareblüte und Kokos. Dann ist außerdem neu von Balea diese Lippenpflege, beziehungsweise ist das ein Lippenpflegepeeling. Es ist in so einer Stiftform gehalten und dieses Lippenpflegepeeling riecht auch nach Kokos. Im Bereich Gesichtspflege gibt es eine neue Maske zu kaufen. Das ist diese Maske hier, eine Peel-Off-Maske, die für normale und Mischhaut geeignet ist. Und dann gibt es außerdem neue Seifen von Balea zu kaufen, passend zu den Handcremes, die es ja, glaube ich, auch seit vorigem Monat zu kaufen gibt. Und zwar sehen die so aus. Im Bereich Haarpflege hat Balea eine Neuheit rausgebracht oder gleich zwei Neuheiten. Zum einen ist das dieses 2-in-1 Produkt hier. Das enthält unten eine Spülung und oben ein Shampoo und ist für alle Haartypen geeignet und riecht nach Pitaya. Das zweite neue Haarpflegeprodukt von Balea ist dieses Trockenshampoo hier. Das riecht blumig, soll die Haare frisch machen und ist schon vom Aussehen her eigentlich ein ziemlicher Dupe zu Batiste. Habe ich euch auch in meinem neuen Dupes-Video gezeigt. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Aber auch Batiste hat eben Neuheiten rausgebracht. Und zwar zwei neue Trockenshampoos. Eine Limited Edition. Das ist diese hier. Riecht auch blumig und sieht sehr luxuriös aus. So wie der Name das auch schon sagt. Aber auch neu ist dieses Rosé Gold Trockenshampoo, so heißt es. Und das wiederum riecht nach Rose und Vanille. Dann gibt es Neuheiten von BH Cosmetics zu kaufen. Und zwar ist das eine neue Lidschattenpalette, die Steinbock Lidschattenpalette. Denn BH Cosmetics wird jetzt zu jedem neuen Sternzeichen sozusagen eine neue Lidschattenpalette rausbringen. Also es beginnt ja mit dem Steinbock und geht dann, wie gesagt, je nach Monat sozusagen weiter mit neuen Lidschattenpaletten. Diese hier enthält sehr viele Brauntöne, Nude-Töne, was ich auch persönlich wirklich gerne mag, lustigerweise. Und ich bin ja Steinbock. Und außerdem ist eine weitere Lidschattenpalette von BH Cosmetics neu erhältlich und die sieht so aus, hat dann sehr viele bunte Farben. Von Dresdner Essenz gibt es eine neue Limited Edition im Pflegesortiment zu kaufen. In dieser Limited Edition gibt es nochmal 3 Reihen zu kaufen, die alle in so einen Fliedertönen gehalten sind. Und die erste Reihe sieht so aus. Die riecht nach wilder Orchidee und enthält zum einen eine Bodylotion, das passende Pflegebad und außerdem eine Pflegedusche. Die zweite Reihe wiederum riecht nach Patchouli und auch zu dieser Reihe gibt es natürlich eine Bodylotion, ein Pflegebad und eine Pflegedusche zu kaufen. Ja, und die dritte Reihe, die riecht nach Beeren und Vanilleblüte
Und die sieht so aus, beziehungsweise die Bodylotion hier sieht so aus. Auch dazu ist natürlich ein Pflegebad und noch eine Pflegedusche erhältlich. Aber Dresdner Essenz hat tatsächlich das Duschpflegesortiment noch weiter aufgerüstet. Es gibt nämlich sogenannte Zuckerölpeelings von denen zu kaufen. Das ist zum einen dieses Zuckerölpeeling. Das riecht jetzt nach Mandelöl, beziehungsweise ist mit Mandelöl versetzt und riecht nach Beere. Und es gibt dieses Zuckerölpeeling zu kaufen, das ist mit Macadamia-Nussöl versetzt und riecht nach Mandelöl. Von Ebelin gibt es neue Pflegeschwämme zu kaufen. Duo-Pflegeschwämme, so heißen die. Und zwar sind die zum einen zur Reinigung der Haut natürlich gedacht, aber auch, um die Haut zu peelen. Garnier hat außerdem die Hautklarreihe ein bisschen erweitert. Es gibt jetzt diese No-Strips aus der Hautklarreihe zu kaufen. Die sind mit Aktivkohle versetzt und sollen natürlich gegen Mitesser helfen. Aber auch eine neue Maske enthält diese Hautklarreihe jetzt. Und zwar ist auch diese hier mit Aktivkohle versetzt und auch die soll, wie gesagt, gegen Mitesser helfen. Das Haarpflegesortiment hat Green Door etwas aufgerüstet. Ich glaube, einige der Produkte gibt es bisher nur online zu kaufen, aber die kommen, wie gesagt, eventuell noch in die Filialen. Zum einen gibt es 4 basische Naturshampoos zu kaufen von Green Door. Und zwar ist das hier ein Naturshampoo, das mit Eisenkraut versetzt ist und die Haare stärken und schützen soll. Dieses Naturshampoo hier riecht nach Ingwer und soll gegen Schuppen helfen. Ein weiteres Naturshampoo riecht nach Lavendel und ist für strapazierte Haare geeignet. Und ein weiteres Naturshampoo ist dieses hier. Das riecht jetzt neutral, also ist auch ohne Duftstoffe versetzt. Und das wiederum soll für natürlich gepflegte Haare geeignet sein. Aber Green Door hat tatsächlich noch 3 weitere Haarpflege-Neuheiten auf den Markt gebracht. Und zwar ist es zum einen dieses Haarpflegeöl, das besonders viel Kokosöl enthält. Dann ist neu ein Hair Splash, so nennt sich das. Das enthält Aloe Vera Saft. Und außerdem neu ist dieser Schaumfestiger, der so aussieht. Kommen wir zum Bereich dekorative Kosmetik. Dort hat L'Oréal einige Neuheiten rausgebracht. Und zwar ganz viele neue Lippenstifte. Insgesamt 12 aus so einer Reihe. Ich kann euch jetzt nur 11 Farben zeigen, weil ich nur 11 gefunden habe. Aber es gibt 12 zu kaufen. Und ich zeige euch jetzt die Farben im Schnelldurchlauf. Zu kaufen gibt es die Farbe 103, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115 und die Farbe 116. Dann ist von L'Oréal außerdem diese Mascara neu, beziehungsweise ist es eine altbekannte Mascara, die Unlimited Mascara, die es jetzt allerdings auch in Wasserfest zu kaufen gibt. Und damit kommen wir zu Maybelline. Auch die haben einige Neuheiten im Bereich dekorative Kosmetik rausgebracht. Zum einen diesen City Bronzer hier. Der ist in 3 Farbnuancen erhältlich. Auch von Maybelline gibt es viele neue Lippenprodukte zu kaufen. Zum einen diese Reihe hier. Das ist eine Duo-Lippenpflege oder ein Duo-Lippenstift. Und zwar enthält der Lip Liner und Lip Gloss. Und auch hier zeige ich euch natürlich kurz die Farben. Die Farbe 200, 205, 210... 215, 220, 225, 230, 235, 240 und 245 ist neu erhältlich. Aber es gibt tatsächlich noch 6 weitere neue Lippenstifte von Maybelline zu kaufen, die ich euch natürlich auch gerne zeigen möchte. Die neuen Farben sind 373, 376, 379, 382, 385 und 388. Aber Maybelline hat eben auch neben Lippenstiften noch eine neue Mascara rausgebracht, beziehungsweise 3 Varianten einer neuen Mascara. Das ist hier die Standardvariante, Snapscara heißt die. Diese Snapscara gibt es auch noch in der blauen Variante zu kaufen und außerdem in dieser Cherry-Variante. Und damit machen wir weiter mit einem weiteren Schnelldurchlauf von neuen Tattoo-Linern, die Maybelline auch rausgebracht hat. Beziehungsweise sind das Gel Pencil, so nennen sie die. Und da gibt es jetzt die Farben 900, 910, 940, 941, 960 und die Farbe 961 neu zu kaufen. Damit kommen wir wieder zum Pflegesortiment. Dort hat Nivea 2 neue Schlafmasken rausgebracht. Und zwar ist das zum einen diese Hyaluron-Schlafmaske, die die Haut aufpolstern soll, über Nacht sozusagen.
Und dann ist diese Schlafmaske neu erhältlich. Die soll gegen Falten wirken. Im Haarpflegesortiment gibt es ja nun schon etwas länger New zu kaufen. Allerdings gibt es da jetzt schon wieder neue Produkte zu kaufen. Und zwar zum einen diese pflegende Kur hier. Die allerdings wirkt wohl erst richtig, so wie ich das jetzt verstanden habe, mit Pflegeboostern. Und in Deutschland gibt es aktuell zwei Pflegebooster zu kaufen. Das ist zum einen diese Variante hier, die nach Cassis duftet. Und diese Variante, die nach Rose duftet. Und in Österreich ist außerdem diese Variante erhältlich, die riecht nach Birne. Online gibt es tatsächlich auch noch weitere Neuheiten, und zwar von Paul Mitchell, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Diese Haarpflegemarke ist ja tatsächlich sehr bekannt und sehr gehypt. Wahrscheinlich kennt ihr sie auch. Ich zeige euch mal die Produkte, die es jetzt online zu kaufen gibt. Das ist zum einen dieses originale Shampoo, das die Haare einfach reinigen soll. Dann gibt es diesen Conditioner zu kaufen, der für Geschmeidigkeit sorgen soll. Außerdem ist eine Reihe für Feuchtigkeit erhältlich mit dem passenden Shampoo und dem passenden Conditioner. Es gibt ein weiteres Shampoo zu kaufen, was die Feuchtigkeit der Haare sozusagen ausgleichen und in Balance bringen soll. Ein Silbershampoo ist auch erhältlich, das soll ja den Blondton etwas kühler machen. Und dann gibt es tatsächlich noch ein Volumen-Shampoo zu kaufen. So, und damit kommen wir noch zu Neuheiten von Shabens. Und zwar haben die eine Hyaluron-Hydrogel-Maske rausgebracht. Die soll jetzt die Haut ganz speziell mit Feuchtigkeit versorgen und aufpolstern. Aber auch diese Maske ist neu, die Haut ebenfalls glätten und harmonisieren soll. Die ist mit Mandelöl zum Beispiel versetzt, aber auch mit Gurkenöl. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich freue mich, wenn ihr jetzt bei der lieben Cindy vorbeischaut. Wie gesagt, alle Links stehen in der Infobox. Schaut da sehr gerne rein. Nochmal, ja. Ich hoffe natürlich, dass euch auch mein Video gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.